Foxies, ich hoffe, euch geht's gut. Also mir geht's super. In letzter Zeit haben sehr viele gefragt, ob ich Lukas Rieger malen könnte. Und da es wirklich viele waren in letzter Zeit, habe ich gedacht, mache ich das mal. Als ich so ein bisschen da saß, habe ich mir überlegt, ich hätte echt mal Lust, so ein Chibi zu malen. Ein Chibi ist so eine kleine Manga-Figur mit einem kleinen Körper und einem großen Kopf. Das ist so zumindest das, was ich so mitbekommen habe, was es ist. Ich kenne mich damit natürlich nicht so gut aus, aber ja, ich mache das jetzt einfach mal so, wie ich denke. Falls jemand in meiner Community ist, der sich ein bisschen besser damit auskennt, würde ich mich natürlich über mehr Info freuen und ich glaube andere auch. Deshalb könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, was ein Chibi nun wirklich ist. Und ja, ich habe diese Grundform einfach aus dem Internet rausgesucht. Und also habe die erstmal so vorgemalt und dann habe ich ein Bild von Instagram genommen, von Lukas Rieger eben, und habe versucht, das so ein bisschen umzuwandeln eben. Und das Gesicht habe ich einfach so ein bisschen kawaii-mäßig gemacht, indem ich ihr seinen Mund so als diese umgedrehte 3 gemalt habe. Das, ich glaube, das ist, soll eigentlich so ein verschmitztes Lächeln darstellen oder sowas. Da ich echt nicht so viel Ahnung habe von Manga-Malen, habe ich mir erstmal so ein paar Augen angeschaut von so Manga-Figuren und habe mir ein paar ausgesucht, die vielleicht zu einem Jungen passen würden. Und ja, und habe die so ein bisschen abgemalt. Ich bin natürlich kein Experte, aber ja, ich gebe mein Bestes einfach mal. Die Haare male ich so ein bisschen wie aneinandergereihte Tropfen, die so eine leichte Neigung auf eine Seite haben. Ja, diese werden natürlich immer kleiner, je weiter es zum Ohr kommt. Das Ohr darf natürlich auch nicht fehlen, da habe ich einfach so ein großes C gemalt an die Seite und eine 6 reingemalt und schon sieht das Ganze aus wie so ein kleines Öhrchen. Auf den meisten Bildern hat der Lukas einen Hoodie an und auf diesem Bild natürlich auch. Und diesen werde ich natürlich auch malen. Ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, wie man Hoodies malt, und so ähnlich wird dieser auch sein. Die kleine Pizza auf seinem Hoodie darf natürlich auch nicht fehlen, und ja, eine Pizza zu malen ist eigentlich recht einfach. Ich habe da einfach nur so ein Dreieck gemalt und Kreise reingemalt und eben den Pizzarand gemacht, und die Pizza soll anscheinend heiß sein und deswegen gehen da so gewellte Linien hoch. Die ersten Outlines mache ich so ein bisschen dünner und da nehme ich die Stärke 005 von den Outliner, und ja, die nächsten Outlines werden so ein bisschen dicker und da nehme ich wahrscheinlich die Stärke 01 oder sowas. Da könnt ihr selber ein bisschen gucken, was euch am besten gefällt und womit ihr am besten zurechtkommt. Ja, wenn ich die Outlines gemacht habe, radiere ich natürlich alles wieder weg und fange an, seine Haut auszumalen. Ich glaube, das ist so ein Ding. Ich glaube, sehr viele Leute fangen erstmal an mit der Haut. Es gibt, glaube ich, auch Menschen, die das so ein bisschen aufregt, warum alle immer mit der Haut beginnen. Aber ja, ich fange auch meistens an, die Haut auszumalen. Mal mache ich die dunklen Stellen an der Stirn und unter seinen Augen. Also es sollen so ein bisschen die Wangen sein.
Und ich habe ein bisschen versucht herauszufinden, was für eine Augenfarbe er hat. Und ich glaube, es ist ein bisschen schwierig bei ihm, weil seine Augen so ein bisschen ins Graue gehen, aber auch ins Bläuliche und ins Grüne. Und ja, fand ich etwas schwierig herauszufinden, was für eine Augenfarbe der jetzt hat. Ja, und deshalb habe ich einfach von allem ein bisschen was genommen. Ein bisschen was von Grau, ein bisschen was von Blauton und ja, und natürlich auch sehr viel Grün. Und ich habe auf jeden Fall angefangen, das Ganze so ein bisschen hell zu machen und eine dunklere Umrandung. Und obenrum sind sie halt ein bisschen dunkler. Noch so ein paar Highlights in die Augen würden ihm ganz gut tun und deshalb mache ich das mit dem weißen Gelstift. Alle meine Materialien sind unten aufgelistet in meiner Infobox. Für diejenigen, die nicht wissen, wo die Infobox ist, das ist unter dem Video. Da klickt man einfach auf mehr Anzeigen und da ist dann alles drin. Sein Hoodie umrande ich erstmal mit einem Pinkton und gehe dann nochmal rein mit einem helleren Pinkton, also mit so einem ganz hellen Pinkton und verblende das alles. Mit dem Markerpapier geht es natürlich viel besser als mit dem Topmodelpapier. Ach ja, was ich noch aufklären wollte, und zwar in meinem Vlog, also in meinem ersten Vlog, den ich vor einer Woche oder so gemacht habe, habe ich meine Stimme so verstellt und da haben manche gedacht, ich habe das in dem Bearbeitungsprogramm gemacht und ja, ich wollte es nochmal aufklären, das stimmt nicht, ich kann meine Stimme in Wirklichkeit so verstellen und zwar kann ich so ein bisschen reden wie der kleine Nils, würde ich sagen, oder eben so ein, ja, so ein kleines Tierchen aus dem Zeichentrickfilm oder so. Also ich sag jetzt mal was und zwar: Ja, hallo, ich kann meine Stimme so verstellen, dass ich so reden kann wie so ein kleines Tierchen oder sowas. Und deswegen ist es so ein bisschen komisch und manche denken, dass es nicht echt ist, aber das ist total echt. Daumen hoch, wenn du deine Stimme auch so verstellen kannst. Also ich rede immer sehr gerne in dieser Stimme, aber ich habe immer so ein bisschen Angst, dass es Leute nerven könnte oder sowas. Deswegen versuche ich das so ein bisschen zu unterlassen, aber es kann schon mal vorkommen, dass ich mehrmals am Tag immer mal so eine Stimme mache. Das Einzige ist halt, dass mein Gesicht dabei immer so ein bisschen komisch aussieht, aber ich glaube, das ist total normal, wenn man seine Stimme verstellt, dass das Gesicht so ein bisschen sich verzieht. Highlights rein mit dem weißen Gelstift. Also ihr seht es ja so ein bisschen an der Jeans und am Hoodie. Und ich habe auch öfter mal gesehen, dass bei den Chibis so ein paar weiße Pünktchen sind an den Wangen. Die habe ich natürlich auch gemacht. Ich finde, das sieht dann noch mal ein bisschen goldiger aus. Damit die Zeichnung an sich noch ein bisschen mehr heraussticht, habe ich das Ganze nochmal umrandet mit einem blauen Stift. Aber ja, man kann es ja eigentlich in jeder beliebigen Farbe machen. Und die weiteren Outlines habe ich dann nochmal mit einem dickeren Stift gemacht. Ich finde, mein Lukas Riga Chibi sieht richtig süß aus. Wie findet ihr ihn so? Schreibt mir doch mal in die Kommentare und... ja, falls ihr auch schon mal ein Chibi gemalt habt oder auch jetzt Lust gekriegt habt, ein Chibi zu malen, dann könnt ihr ja das auf Instagram posten und mich darauf verlinken. Ich würde mich freuen, eure kleinen Chibis zu sehen. Und ja, ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit und wir sehen uns bald wieder. Hab euch lieb. Ciao.